Traugott Bure wurde am 21. Juni 1929 im ostpreußischen Insterburg geboren. Hier wuchs er in bürgerlichen Verhältnissen auf und besuchte die Schule. Seine Jugend wurde überschattet von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges. Nach seiner Flucht aus Ostpreußen, Bure hatte die Zerstörung Königsbergs miterlebt, entging der 15-Jährige in den letzten Kriegstagen knapp dem Tod. Als Flüchtling verbrachte er seine Jugend in der Lüneburger Heide, wo er sich als Feldarbeiter verdiente. Nach Kriegsende zog Bure nach Hannover, wo er seine Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater begann. Seinen Einstand fand er zunächst als Beleuchter und Kleindarsteller bei einer Wanderbühne. Später spielte er an verschiedenen Provinzbühnen, bis er schließlich über Stationen in Köln, Bremen, Stuttgart, Frankfurt, Bochum und Hamburg an das Wiener Burgtheater kam. Erste Aufmerksamkeit wurde Bure mit dem Stück Galumier in Grillparzers wie dem, der lügt, zuteil. Schnell avancierte er am Theater zum hoffnungsvollen Darsteller in unterschiedlichsten Rollen. 1971 heiratete er in zweiter Ehe die Schauspielerin Brigitte Bure, geborene Graf, er wurde Vater von 7 Kindern. Sein Talent führte ihn bald an zahlreiche große deutschsprachige Bühnen, wo er zum Charakterdarsteller aufstieg. Einen Namen machte sich Traugott Bure während seiner langen Bühnenkarriere mit klassischen Figuren der Weltliteratur, ebenso wie mit Rollen in modernen Stücken. Im Thriller Anatomie 2000 mimte Bure neben Franka Potente den Heidelberger Professor Grumbeck. 2001 folgten mit Traugott Bure Carlo Rolas Gangsterdrama Saß. Meisterdiebe und das Kriminaldrama Blumen für Pult. 2002 spielte er unter anderem in Vaya con Dios den Abt Stefan und war in Michael Hofmanns Drama Sophie vertreten. Anlässlich seines 75. Geburtstages spielte er im Jahr 2004 zum 25. Mal am Berliner Ensemble Der Theatermacher von Thomas Bernhard. Ein Stück, das zu seinen populärsten Interpretationen zählte. Die letzte der insgesamt 151 Vorstellungen von Der Theatermacher fand 2005 ebenso am Berliner Ensemble statt. Zur weiteren Arbeit von Bure gehörte die Rolle des Newton in Friedrich Dürrenmatts, die Physiker am Bochumer Schauspielhaus. Weitere Beachtung verdiente sich der Mime als Rezitator mit Lesungen der Lyrik des großen Säufers Dylan Thomas. Seine letzte Fernsehrolle hatte er 2008 in einer Tatort-Folge mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers. Seine letzte Theaterrolle in Immanuel Kant von Bernhard unter der Regie von Matthias Hartmanns wurde im Juni 2009 einer seiner größten Erfolge. Nochmals hätte er bei der Ruhrtriennale den Dorfrichter Adam für Andrea Breth spielen sollen, sagte aber aus gesundheitlichen Gründen ab. Traugott Bure verstarb am 26. Juli 2009, kurz nach seinem 80. Geburtstag, in Dortmund.